Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde bir diş hekiminin muayenehanesini arayarak sekreterden diş randevusu almak isteyen bir kişi ve sekreter arasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Guten Morgen, ich heiße Müller. Ich möchte einen Termin bei Dr. Schmidt vereinbaren. Natürlich, was ist Ihre Beschwerde? Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Guten Morgen, ich heiße Müller. Ich möchte einen Termin bei Dr. Schmidt vereinbaren. Natürlich, was ist Ihre Beschwerde? Ich glaube, meine Zahnfüllung ist herausgefallen. Aus diesem Grund habe ich Zahnschmerzen. Verstehe. Ich schaue mir sofort den Terminkalender an. Passt es Ihnen morgen Nachmittag um 13 Uhr? Tekrar edelim. Ich glaube, meine Zahnfüllung ist herausgefallen. Aus diesem Grund habe ich Zahnschmerzen. Verstehe. Ich schaue mir sofort den Terminkalender an. Passt es Ihnen morgen Nachmittag um 13 Uhr? Ich würde gerne heute kommen. Gibt es überhaupt keine freie Zeit? Es tut mir leid, leider sind heute gar keine Termine mehr frei. Tekrar edelim. Ich würde gerne heute kommen. Gibt es überhaupt keine freie Zeit? Es tut mir leid, leider sind heute gar keine Termine mehr frei. Könnte es morgen früh sein? Können Sie morgen ganz früh hier sein? Natürlich. Ich möchte meinen Zahn dem Doktor zeigen, bevor es noch schlimmer wird. Tekrar edelim. Könnte es morgen früh sein? Können Sie morgen ganz früh hier sein? Natürlich. Ich möchte meinen Zahn dem Doktor zeigen, bevor es noch schlimmer wird. Dann erwarten wir Sie morgen früh um 8 Uhr. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Müller, kann ich bitte Ihren vollständigen Namen bekommen, damit ich für Sie den Termin eröffnen kann? Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie morgen früh um 8 Uhr. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Müller, kann ich bitte Ihren vollständigen Namen bekommen, damit ich für Sie den Termin eröffnen kann? Natürlich, ich heiße Friedrich. F-R-I-E-D-R-I-C-H.
H. Friedrich Müller. Danke sehr, Herr Müller. Dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr. Gute Besserung. Tekrar edelim. Natürlich, ich heiße Friedrich. F-R-I-E-D-R-I-C-H. Friedrich Müller. Danke sehr, Herr Müller. Dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr. Gute Besserung. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tekrar edelim. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Guten Morgen, ich heiße Müller. Ich möchte einen Termin bei Dr. Schmidt vereinbaren. Natürlich, was ist Ihre Beschwerde? Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Guten Morgen, ich heiße Müller. Ich möchte einen Termin bei Dr. Schmidt vereinbaren. Natürlich, was ist Ihre Beschwerde? Ich glaube, meine Zahnfüllung ist herausgefallen. Aus diesem Grund habe ich Zahnschmerzen. Verstehe. Ich schaue mir sofort den Terminkalender an. Passt es Ihnen morgen Nachmittag um 13 Uhr? Tekrar edelim. Ich glaube, meine Zahnfüllung ist herausgefallen. Aus diesem Grund habe ich Zahnschmerzen. Verstehe. Ich schaue mir sofort den Terminkalender an. Passt es Ihnen morgen Nachmittag um 13 Uhr? Ich würde gerne heute kommen. Gibt es überhaupt keine freie Zeit? Es tut mir leid. Leider sind heute gar keine Termine mehr frei. Tekrar edelim. Ich würde gerne heute kommen. Gibt es überhaupt keine freie Zeit? Es tut mir leid. Leider sind heute gar keine Termine mehr frei. Könnte es morgen früh sein? Können Sie morgen ganz früh hier sein? Natürlich. Ich möchte meinen Zahn dem Doktor zeigen, bevor es noch schlimmer wird. Tekrar edelim. Könnte es morgen früh sein? Können Sie morgen ganz früh hier sein? Natürlich. Ich möchte meinen Zahn dem Doktor zeigen, bevor es noch schlimmer wird. Dann erwarten wir Sie morgen früh um 8 Uhr. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Müller, kann ich bitte Ihren vollständigen Namen bekommen,
damit ich für Sie den Termin eröffnen kann? Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie morgen früh um 8 Uhr. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Müller, kann ich bitte Ihren vollständigen Namen bekommen, damit ich für Sie den Termin eröffnen kann? Natürlich. Ich heiße Friedrich. Friedrich. Friedrich Müller. Danke sehr, Herr Müller. Dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr. Gute Besserung. Tekrar edelim. Natürlich. Ich heiße Friedrich. Friedrich. Friedrich Müller. Danke sehr, Herr Müller. Dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr. Gute Besserung. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tekrar edelim. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Schmidt. Guten Morgen, ich heiße Müller. Ich möchte einen Termin bei Dr. Schmidt vereinbaren. Natürlich, was ist Ihre Beschwerde? Ich glaube, meine Zahnfüllung ist herausgefallen. Aus diesem Grund habe ich Zahnschmerzen. Verstehe. Ich schaue mir sofort den Terminkalender an. Passt es Ihnen morgen Nachmittag um 13 Uhr? Ich würde gerne heute kommen. Gibt es überhaupt keine freie Zeit? Es tut mir leid. Leider sind heute gar keine Termine mehr frei. Könnte es morgen früh sein? Können Sie morgen ganz früh hier sein? Natürlich. Ich möchte meinen Zahn dem Doktor zeigen, bevor es noch schlimmer wird. Dann erwarten wir Sie morgen früh um 8 Uhr. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Müller, kann ich bitte Ihren vollständigen Namen bekommen, damit ich für Sie den Termin eröffnen kann? Natürlich. Ich heiße Friedrich. Friedrich. Friedrich Müller. Danke sehr, Herr Müller. Dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr. Gute Besserung. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen einer Person, die in einer Zahnarztpraxis anruft und mit der Sprechstundengehilfin einen Termin vereinbart, gezeigt.
Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.